Ich habe schon früh gelernt, in der Natur zu sein. Ich habe meine ganze Freizeit als Kind immer im Wald verbracht. Der Weg zum Wintersport ist hier im Schwarzwald fast obligatorisch. Ich stand, glaube ich, schon mit 4 zum ersten Mal auf den Ski. Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich immer, wenn ich im Winter wieder zurückkommen kann. Man merkt schon, vor allem hier im Schwarzwald beobachtet man wirklich detailliertes Wetter. Und es hat sich schon so geändert. Wir haben mittlerweile mehr Südwind, also so Südwestwind. Und der bringt uns eigentlich immer warme Luft hierher. Und dann sind es immer so 2, 3 Grad, die fehlen, dass es im Winter einfach schneit. Familie bedeutet für mich einfach entspannen. Ja, unterwegs geht es immer um Fokus, Training. Und daheim kann man auch einfach mal so ein bisschen entspannen und diesen Stress ein bisschen zu vergessen. Ja, mein Vater ist Küchenmeister. Wenn ich nicht draußen in der Natur war, dann bin ich neben ihm am Herd gehockt. Unser gemeinsames Ziel ist, ausgewogene, vollwertige Ernährung den Menschen zuzutragen. Wir haben ja auch so einen kleinen Kochblock und gehen unserem Hobby so ein bisschen nach. So ein Haus, Baujahr 1970, das gehört doch irgendwann zu einer Familie. Darum finde ich das so toll, dass wir jetzt das Haus auch übernehmen konnten. So haben wir uns zusammengeschlossen, ich mit meinen Eltern, meiner Tante, und haben angefangen, dieses Haus umzubauen. Wie kriegt man das jetzt eigentlich in das Jahr 2020? Da war eigentlich der erste Schritt auch ein Beratungsgespräch bei Fissmann. Meinem Vater und vor allem mir ist immer wichtig, da so ein bisschen was Innovatives zu haben und auch so nachhaltig wie möglich. Wir haben uns jetzt geeinigt auf eine Solewärmepumpe. So wird jetzt mit Photovoltaikstrom dieses Haus erwärmt. Also wir haben 3 Bohrungen von 150 Metern Tiefe. Dort geht Wasser bei 5 Grad rein und kommt bei 7 Grad wieder hoch. Und diese 2 Grad Temperaturdifferenz kann man nutzen, um ein Haus zu erwärmen. Also für mich faszinierende Technologie. Ja, der Traum ist schon, alles selbst zu produzieren, also autark zu bleiben. Die WeCare-App hilft mir dabei, so optimal wie möglich die Relation zwischen Komfort und Energiesparen einzustellen. Und das Tolle ist halt, man kann eigentlich von überall die Heizung steuern. Die Energiegewinnung daheim ist für mich halt auch elementar, weil ich da sagen kann, okay, hier kann ich wirklich was Nachhaltiges schaffen.